Hallo und herzlich willkommen zurück zu Ultima Underworld 2. Ich habe mal einfach mal auf einer Karte geschaut gehabt, wie es aussieht, ob das tatsächlich der einzige Weg hier weiter runter ist. Und ich habe mich geirrt. Es gibt nämlich noch einen Weg, und zwar ist der hier irgendwo. Eigentlich ist das Wasserzeug hier das, was ich erst später machen wollte. Aber, ja gut. Hätte ich mir auch denken können, dass da unten noch ein Weg ist. Ganz einfach dadurch, weil ich mir nicht vorstellen konnte, dass es nur diesen einen Weg, um runterzufallen, dass es da, dass das der einzigste Weg ist. So, und wenn wir nämlich jetzt hier rübergehen, das haben wir ja auch schon gesehen, hier drüben ist was, wo es weitergeht. Ich glaube, da müssen wir. Ich bin mir nicht sicher, ob wir jetzt auch da drauf müssen oder nicht. Und wir haben ja auch was gelesen gehabt, dass da irgendwas kaputt wäre oder auch nicht. Also solche Plattformen, naja, wie dem auch sei. Lasst uns vielleicht mal schauen, ob wir das schaffen, da rüber zu springen. Aua. Na, das hat mal nicht ganz so gut geklappt. Ich weiß allerdings halt auch nicht, ob wir tatsächlich da hoch müssen oder nicht. Ich könnte es mir allerdings gut vorstellen. Allerdings, wenn wir da hoch müssen... Andererseits, es könnte auch noch weiter im Süden sein. Dass wir hier lang noch müssen. So blöd, dass das ja nicht funktioniert. Ja, da sieht man, da ist diese Brücke. Ah, das sieht nicht so gut aus. Scheint so, als ob wir diesen Sprung tatsächlich schaffen müssten. Was ich ganz ehrlich gesagt ein bisschen blöd finde. Nicht blöd. Blöd. Naja, gut. Dann paddeln wir halt wieder nach Norden. Schauen uns das nochmal an, dass da auch irgendwie... Ja, ist ja auch egal. Oh, wow, wow, wow. Haben wir da wieder ein bisschen Dings verloren? Wie kommen wir eigentlich wieder hoch? Das ist die nächste gute Frage. In dem Fall würde ich vielleicht tatsächlich nochmal neu laden. Und den Rest erkunden, wenn wir... Hoppala, falsche Taste. Und den Rest erkunden, wenn wir soweit sind. So. Okay, dann mal Anlauf nehmen und hüpf und geht. Uahaha, fast schon so weit gesprungen. Aber es geht. Probieren wir es nochmal. Sind wir vielleicht beim Sturz ins Wasser? Okay. Sehr gut. So, da sind wir rüber. Perfekt. Dann speichern wir nochmal hier ab und schauen uns weiter um. Da haben wir diese Holzbrücke, die haben wir ja schon gesehen gehabt auf dem Dings. Und da geht es wieder mal nicht weiter. Und dann müssen wir wahrscheinlich hier rüberspringen. Okay, und da geht es irgendwo tief runter. Und da geht es weiter. Alles klar. Ist eigentlich das Ding in der Mitte. Ah ja, das ist das Teil. Verstehe.
Okay, springen ist nicht ganz so gut. Aber wir haben es hier irgendwie geschafft. So. Und jetzt geht's hier weiter. Perfekt. Perfekt. Nicht ganz so gewollt. Wahrscheinlich werden wir wahrscheinlich... ja, hier geht's auch runter. So, wo sind wir denn jetzt? Ach, da sind wir. Das heißt, das ist auch nochmal eins. Das geht auch nochmal hierher. Und 4 geht zu Level 4. Das heißt, es ist auch nochmal 4. Können wir ja einfach so machen. So, damit haben wir den relativ simplen Weg nach unten gefunden, finde ich. Jetzt müssen wir mal Level 4 noch weiter anschauen. Vielleicht wäre auch nochmal eine kleine Rast nicht so schlecht. Wobei ich nicht sicher bin, ob wir hier einfach so rasten können. So, der ist schon mal weg. Da haben wir noch, wenn ich es richtig gesehen habe, eine Rolle. Magical Roll, okay. Lasst mich mal ganz kurz speichern. Und uns die einfach mal anschauen, was passiert, wenn wir die machen. Oh, wir sind geheilt. Ja, ich glaube, das lassen wir so. Dann müssen wir vielleicht gar nicht schlafen gehen. Das passt. Das passt. Sieht denn die Karte aus? Okay. Eine ziemlich große Ebene hier. Habe ich doch gehört, dass hinter uns auch nochmal einer ist. Sitze. Ja, eine wirklich sehr, sehr große... großer Raum hier. Na gut. Okay. Ja, gehen wir erstmal hier im Süden vielleicht weiter. Ah, schau mal. Da ist auch irgendwas, wo hier... Boah, ich wollte doch gar nicht da hoch. Ich komme nicht weiter. Ich komme hier nur noch runter. Schande. Naja gut, dann gehen wir halt hier runter. Wobei mir das nicht so gut gefällt. Ah, hier geht's wieder hoch. Gut. Gut, gut. Puh. Ob das wirklich gut ist, habe ich keine Ahnung. Oh, schaut mal das hier an. Noch ein Beutel. Ich glaube, so ein Beutel ist auf jeden Fall besser als so eine Dings hier. Dann nehmen wir den Beutel mal mit. Der ist aber auch leer. Eine Fischdings. Das ist eigentlich auch nicht schlecht für Futter. Nehmen wir mal mit. Aber diese Fische werden wir nicht essen. Die sind nämlich nicht gut. So, ansonsten, da haben wir eine schöne Feuerwand noch hier oben. Ja, hier hinten geht es anscheinend weiter. Dann müssen wir wahrscheinlich da mal hier lang gehen. Hallo? Komme ich hier nicht über diese Bank hinweg? Ja, ich könnte wieder ins Wasser springen. Das ist, war jetzt nicht so das, was ich gewollt habe. Komm mal nicht da durch? Nee, da kommt man nicht durch. Das ist absolut nicht das, was ich gewollt habe, aber gut. So, ich versuche hier irgendwie wieder zurückzukommen. Hallo? Wir sterben, weil wir an die Bank springen? Es kann ja eigentlich auch nicht sein. Ich lade nochmal neu. So.
Waren wir jetzt eigentlich hier schon im Norden schon? Nee. Dann bleiben wir jetzt doch nochmal im Süden. Allerdings will ich hier nicht ins Wasser wieder springen, sondern einfach nur das hier machen und weiter am Land bleiben. Gut. Und da geht's wieder nach oben, haben wir gesagt. Genau. Dann bleiben wir mal weit trotzdem weiter im Süden. Oh Mann. Also, dass wir gegen die Band gesprungen sind und deswegen beinahe gestorben sind, das ist schon ein wenig, nun ja, ziemlich krass. Und wo ist der hin? Okay, den Hammer. War hier nicht noch ein zweiter Wurm oder so? Irgendetwas? Ich meine, jetzt habe ich noch ein bisschen mehr auch ausgekundschaftet, als ich eigentlich dachte, aber gut. War da nicht auch jetzt auch irgendwo diese Schriftrolle der Heilung? Und da drin war auch noch ein Lurker. Ja, gut. Gut, gut. Und hier im Westen sollten wir auch nochmal ganz kurz. So, jetzt ist die Karte wahrscheinlich vollständig, oder? Ja, jetzt ist die Karte vollständig. Dann können wir mal weiterschauen. Hoppala. Jetzt schmeiße ich hier noch fast alles hier um. Das hat aber nichts mit dem Spiel zu tun. Das war jetzt einfach nur ungeschickt. Naja, egal. Okay, lasst uns mal schauen, ob wir vielleicht den Lurker erledigt kriegen, damit wir vielleicht besser ins Wasser kommen. So weit, so gut. Wir erwischen ihn auf jeden Fall. Oh, es sind sogar zwei. Ja, hier ins Wasser zu springen ist vielleicht keine so gute Idee. Und wir haben Level 5 erreicht. Sehr, sehr schön. Das speichern wir doch gleich mal zur Freude von allen. So, das Wasser geht irgendwie ganz ziemlich weit nach oben. Bleiben wir aber erstmal auf der Seite hier. Da ist nochmal eine Angelroute, da ist nochmal ein Lurker. Ah, warum fliehst du jetzt? Ach, guck mal, in der Mitte scheint auch so eine Art Insel zu sein. Hier geht's auf jeden Fall weiter. Von dem Lurker sieht man jetzt gerade nichts mehr. Naja, gut, der ist uns entwischt. Der schwimmt halt jetzt noch irgendwo im Wasser rum. Okay. Ich schätze mal, das Wasserfeld müssen wir wahrscheinlich auch nochmal ziemlich uns anschauen. Aber naja, gut. Bleiben wir doch erstmal hier oben. Und kundschaften das hier noch weiter aus. Machen mal die ganzen Gegner hier weg. So, da waren wir, glaube ich, schon. Ja, genau. Oh, Moment, da ist noch ein Wurm. Gibt es eigentlich hier... Ich dachte, es gibt hier... Ah, es steht gar nicht da. Ich dachte, hier gibt es 5 Levels, aber irgendwie sieht es fast aus, wie wenn das letzte Level wäre. Naja, egal. Aha. War da noch irgendwas, wo wir reingehen können oder sonst irgendwas? Nee, das sieht alles hier... Ja... Wie eine große Insel sieht das aus. Na gut. Schauen wir mal, ob wir noch irgendwas finden. Ich meine, es kann ja irgendwo durchaus so ein kleiner Durchgang geben, wo wir es sonst nicht entdeckt hätten. Moment.
Du kommst auch weg. Du vergiftest mich nicht. Ah, hier, guck mal. Hier geht's auf jeden Fall noch weiter nach Norden rein. Da kommen wir aus dieser großen Höhle hier raus. Okay. Das ist schon mal gut zu wissen. Und hier geht's wahrscheinlich dann weiter in... Oh, nochmal so. Ich glaube, unsere Fackel ist gerade ausgebrannt. Kann es sein? Die ist weg. Okay, gut. Wo haben wir denn unsere anderen Fackeln hin? Badam, 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 badam. Ich habe keine... So. Nächste Fackel. Da muss man auch aufpassen, dass da uns nicht irgendwie irgendwann mal die Fackeln ausgehen. So, sollen wir nach Norden gehen oder sollen wir erstmal hier weiterschauen? Ich würde sagen, wir gehen vielleicht tatsächlich erstmal nach Norden. Und die große Höhle erkunden wir später ein anderes Mal. Mal sehen, was wir hier alles so finden. Auf jeden Fall viele, viele Gänge. Wobei, viele Gänge, ja. Müssen wir einfach mal schauen. Ah, Spinne. Ach, genau, klar. Das müsste dieser Ort sein, wo die ganzen Spinnen waren. Wo wir runtergefallen sind von dieser Plattform und da ist noch irgendwas anderes. Und wir sind vergiftet, das ist nicht gut. Kann sein, dass wir hier vielleicht irgendwann später nochmal herkommen. Weil das sieht im Moment nicht gut aus. Ich glaube, das ist einfach noch zu schwierig für uns. Hier ist das nicht gespeichert. Nee, da habe ich nicht gespeichert vorher. So. Dann kommt hier ein X hin. Ich schreibe es jetzt einfach mal hier so hin. Schreiben wir einfach mal so da rein. So, Spinnen. Das ist auf jeden Fall schon mal gut. Dann schauen wir uns die andere Seite noch an. Geht's ja wieder runter. Dann haben wir hier ja nur das hier, das hier, das hier. Und zwei Totenschädel. Das gefällt mir jetzt auch nicht so wirklich. Schauen wir einfach mal, speichern nochmal. So. Ob mir das so gefällt, was hier los ist, weiß ich nicht. Kann durchaus sein. Headless, oder? Autsch, armes Schwert. Das tat im Schwert gerade nicht gut. Oh, sogar noch ein weiterer. Komm schon, den Hammer. Den Hammer gleich. Oh, drei Stück. Ich weiß nicht, ob das langsam zu... Okay, ein Hammer. Bin mir nicht sicher, ob mir das langsam hier zu viel ist. Ah, ouch, der hat gesessen. Oh, noch mehr. Es kann sein, dass wir hier auch etwas später nochmal wieder herkommen müssen. Nee, das sieht nicht gut aus. Nee. Okay, das heißt, wir kommen hier später auch nochmal wieder, wenn wir ein bisschen stärker sind. Nein, das wollte ich nicht. Ich wollte das hier machen. Dann machen wir hier auch ein X hin und Headless. So, das heißt, diesen Norden dieser Karte können wir erst später auskundschaften. Habe ich mir aber schon fast gedacht. Dann lass uns weiter diese Höhle hier erkunden und schauen, ob hier noch irgendetwas ist. Ah, schon wieder so ein Wurm. Mit den Wurmen können wir gut trainieren. Die geben XP und sind nicht allzu schwierig.
genau unsere Kragenweite, also, naja, mehr oder weniger. Gut. Dann würde ich sagen, machen wir hier Schluss und in der nächsten Folge machen wir dann weiter. So. Alles klar. Speichern wir nochmal und dann, sag ich mal, vielen Dank fürs Anschauen. Macht's gut und bis zur nächsten Folge. Tschüss.